Das. Ich denke mir gerade nichts Böses, will Munition herstellen und sehe schon, wie Nyra von hinten sich an mich ranschleicht. Wenn dann, um mir ein Messer in den Rücken zu stechen oder um mit mir zu reden. Aber. Ich kann mal Pfeile herstellen und schauen, was sie will. Jax, Ja? ich habe ein Problem. Okay, dann sprich. Was denn für eins? Ich habe tagelang versucht, den Elex-Konsum einzudämmen. Ich habe dabei versucht, mir einzureden, dass das der richtige Weg zu wahrer Effektivität und Intuition ist. Ohne dabei überhaupt zu wissen, was... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Du hast Zweifel. Ja, aber nicht des Elex wegen. Ich habe Zweifel, dass mein eigenes Volk überhaupt noch versteht, wofür es eigentlich kämpft. Wir haben die strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften erbeutet und ich habe sie ausgiebig studieren können. Es steckt viel Wahrheit und Selbsterhaltungstrieb in ihnen. Um ehrlich zu sein, hätte ich viel mehr Feindseligkeiten gegen das Volk der Alps erwartet. Doch widmen sich die meisten Pläne, die ich studieren durfte, der Selbstverteidigung. Das ist nicht besonders verwunderlich. In Zeiten wie diesen denkt jeder zunächst an sich selbst und seine eigene Gemeinschaft. Übrigens, dein Verhalten ist für jemanden wie dich gerade etwas merkwürdig, findest du nicht? Ich hatte mehr ideologische Intentionen und religiöses Gedankengut erwartet. Nun, unter diesen Umständen bin ich mir nicht sicher, was das Volk der Alps betrifft. Sehen unsere strategischen Pläne das Gleiche vor? Haben wir den Blick für das Wesentliche? Oder sind wir immer noch verblendet wie damals, als alle blind dem Hybriden folgten? Du weißt es nicht? Ich folge den Lehren unserer Agenten und der Commander. Doch hatte ich noch nie einen unverblümten Einblick in deren Befehle, geschweige denn... Ich verstehe. Du willst strategische Pläne der Alps erbeuten. Ich sehe keinen anderen Weg, meine Zweifel aus dem Weg zu räumen. Ich weiß von einem Spähtrupp einiger Trooper oberhalb des Depots. Lass uns dort unser Glück versuchen. Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Das hat nicht dazu gepasst, der letzte Satz von die Checks. Du hast nicht zugehört, oder? Es geht nicht um dich. Ah, ich habe auch nicht zugehört. Gut, sehen wir uns deinen Alp-Spähtrupp an. Ja, tun wir das. Und was jetzt? Brony ist weg? Nein! Eine Sache wäre da allerdings noch. Ich will nicht, dass ihnen auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich weiß, das musst du nicht explizit erwähnen. Also sieh zu, wie du an ihre Pläne kommst, ohne dass sie es merken, okay? Ich werde es versuchen. Ich renne durch und sprinte weg. Überhaupt sind da fliegende Monster unterwegs. Dann los. Möge die Direktive uns leiten. Was? Verdammt. Oh. Dass ich das vermassle. Dampfe? Nein. Stealth. Der einfach mit. Oh, Sperre, das ist gut, das ist gut, das brauchen wir. Das sind doch die Pläne, oder? Ja. Das sind die Pläne, die Nyra haben will. Ich sollte mich jetzt schnell verdrücken. Das war's doch. Hier sind die Pläne der Alps. Ja, das sind sie. Für mich fühlt sich das an wie Verrat. Ah, es ist Verrat. Wir haben strategische Kriegspläne deiner Anführer gestohlen. Also viel Schlimmeres könnten wir nicht tun, um die Alps gegen uns aufzuhetzen. Dann behalten wir diesen Vorfall besser für uns. Du siehst das doch genauso, oder? Besser wäre es. Gut. Ich werde mich nun dem Studium der Pläne meines Volkes widmen. Wenn du jetzt nichts Wichtigeres hast, würdest du mich entschuldigen? Natürlich. Jaks. Tatagorak. Was? Mach ich gerade irgendwo auf?
Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Was für eine Scheiße. Es wird immer schlimmer. Was habe ich getan? Mir fehlen ein paar Stunden. Diese verfluchte Infektion. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ah, dass es Fox uns damals hingebracht hat. Ich verstehe, ich verstehe. Bringen wir wieder aufs Dach zurück. Und was da oben war. Keine Begleiter mit. Fox müssen wir auch noch irgendwo abfangen. Hier oben. Gratenes Fleisch. Frisch. Da wohnt doch jemand. Bierli. Uns Bierli. Hoch. Kochen. Ein bisschen ein Felix. Diese merkwürdigen Geräusche. Das kann nichts Gutes bedeuten. Die kommenden Tage werden Nachtwachen geschoben. Außer uns wird sich hier niemand breit machen. Kommt auch nur ein unbekanntes Gesicht durch die Tür. Schicke ich ihn direkt in den Tod. Ja, wer auch immer das gesagt hat, die Stimme kommt mir bekannt vor. Wenn wir da mal drüber hacken, dann schlafen, dass Tag ist, damit ich auch was sehe hier drin. 6, 4. Sechs, eins, vier. Zwei schon. Hey. Geht doch. Stein ist am wertvollsten. Bis zum Tag schlafen. Schauen, was hier abgeht in diesem Gebäude. Meine Waffe zücken gehört. Das ist mein Boy Crony. Mein Boy Crony, oder? Hey, was machst du denn hier? Mitkommen. Mitkommen. Ach. Rohstoffanalyse. Was machst du da? Analyse unterbrochen. Analysegrund? Diese alten Metallfahrzeuge beinhalten potenzielle Rohstoffe, die zum Bau von Verteidigungs- und oder Forschungsanlagen benutzt werden könnten. Analyse wird fortgesetzt. Forschungseinrichtungen? Kleiner, du arbeitest nicht mehr für die Alps, vergiss das nicht. Ich glaube nicht, dass wir einen Nutzen aus diesen Schrottkarren ziehen können. Freistoß! Komm, geht's los. Damit aus da, ich brauche einen Freistoß. Yay! In den Reifen rein. Brutalst. Das Schattenpirscher. Können wir die gerade in die Mine schießen? Perfekt. Ah, gute Arbeit, Crony. Du hast zurück zu mir gefunden. Nachtschatten. Hier schau halt. Ah, dein Gleis. Ich verstehe, warum ich den Fehler getan habe. Sind ja easy schon. Unglaublich easy. Dann gehen wir hier jetzt mal durchlooten, Crony. Da du schon zu mir gekommen bist. Hier somit die Arbeit erleichterst. Feuerdörfel setzt Glut ein. Nicht sehr effektiv. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ja, Minen. Haufenweise Minen. Das ist das Gefährlichste hier. Minen und Ratten. Ich werde noch
Wir sind von Monstern umzingelt. Ich sehe keine Möglichkeit, hier wegzukommen. Die ganze Zeit schleichen sie vor den Eingängen herum. Ich sag's dir, die riechen unsere Angst. Wenn die Viecher einen Weg ins Haus finden, sind wir erledigt. Hoffentlich verschwinden die so schnell, wie sie auch gekommen sind. So viele Bremsraketen, zweimal schon in Bremsraketen reingesteckt bei den Upgrades. Mein Kopf! Und der Komfort hat sich. Ich hab's noch nie wirklich benutzt, aber es hat sich ausgezahlt. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. So, ich hab ihn übersehen. Will mich angreifen, oder? Die restlichen Ratten übersehen. Ja, ist sie doch. Das ist eine tote Ratte. Aktion. Keine Ratte mehr, die ich freistoßen kann. Mine. Okay, das Gebäude haben wir noch. Gehen wir mal zu Adam wieder zurück. Weit schaffe. Das Boot wird von mir eigentlich hier nur noch verkauft. Das Elex. Ach, der ist sogar geschossen. Nichts. Ist einfach nur dagegen gedonnert. Unglaublich, was die Leute alles liegen lassen. Die Instrumente sind zum Teil noch vollkommen in Ordnung. Das Zeug muss nur sauber gemacht werden. Dann können wir unseren eigenen Schnaps herstellen. Wir steigen richtig fett in die Produktion ein und werden reich. Gut, dass noch kein anderer den Schuppen hier entdeckt hat. Ja, das wirst du überhaupt nicht bereuen, wenn du von Monstern vernichtet wirst. Oh, Ratte. Ratte. Ich bin nicht mehr so weit. Die großen Ratten fliegen zurzeit weiter als die kleinen. Okay. Was auch immer. Ja. Von Ravik haben wir hier auch. Ritualmesser wird wohl auch von den Morkons sein. Treibstoff, gut. So, hier gerade am meisten. Weite Distanzen fliegen zu können. Wie jetzt. Nice. Nice. Rück zu Adam. Ah. Ist er noch nass, die vorbeischaffe? Okay, passt. Oh. Keine Pull-ups. Nein. Boah, was mache ich? Oh. Rolle verlieren, das mache ich. Das ist nicht der Labortisch, den ich brauche. Hier ist er. Wenig Intelligenz. Wie immer halt. Wie immer. Was ich noch sagen wollte. Du solltest dringend... Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Ich hörte, Tialg ist mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Gute Nachrichten. So langsam macht sich unsere kleine Truppe des Widerstands gegen die Skynes. Ich habe hier DNA für dich zur Analyse. Zeig her, ich werde es mir sofort ansehen. Das ist schon gar nicht so schlecht, jedoch... Ich denke, ich muss zusätzlich auch noch selbst ein paar Tests vor Ort durchführen, um sicher zu gehen. Du willst da raus und dich den Skyaniden stellen? Ich schätze, dass mein müder Kadaver noch fit genug ist, um im Ödland zu bestehen. Aber besser wäre es natürlich, wenn du mich begleitest.
Ich habe das Umland von Former Gamara in Caracas ins Auge gefasst. Die Skynes haben dort ganz offensichtlich ihr größtes Forschungszentrum und die meisten Skyaniden-Zuchtzellen installiert. Da verspreche ich mir die besten Ergebnisse für meine eigene Forschung. Sag mir einfach, wenn du bereit bist, dann machen wir uns direkt auf den Weg. Später, später. Ich habe mich um die fehlerhaften Robots der Kleriker gekümmert. Das habe ich mir schon gedacht. Die Ursache zieht allerdings noch größere Kreise. Was passiert da bei den Klerikern? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ah ja, Kalan. Diese falsche Gottheit der Kleriker. Diesen Fluch werden sie nicht mehr richtig los. Obwohl ich Anhänger der Kleriker bin, kann ich nicht gänzlich widersprechen. Ich gehe davon aus, dass du die Sache erledigt hast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was ist schon sicher, wenn es um die Kleriker geht? Aber nun denn, vielen Dank für diese Nachricht. Ja, zuerst Begleitermissionen. Okay. Wo ist Nastja? Hey du, wie sieht's jetzt aus? Es wird wieder Zeit für eine Audienz. Ich will den Berserkern einen Besuch abstatten. Bist du jetzt dabei oder nicht? Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Okay, dann mach kein langes Palaver und bring mich ins Hauptquartier der Berserker. Die Sache kann nicht länger warten. Ich muss meinen Plan jetzt umsetzen. Warum? Komm mit. Du brauchst nicht. Nee. Sorry. Muss Nasty mitnehmen. Mitkommen. Klar doch. So. Da haben wir ausgewählt. Wem will sie da reden? Nicht Chloe? Schaut doch nach Chloe aus. Ich dachte, du wolltest zu Red. Danke. Ab jetzt komme ich hier alleine klar. Wirklich? Am besten, du stehst mir jetzt nicht im Weg rum, okay? Das wird interessant. Wenn sie nicht zu langsam gehen würde. Ist das so langsam? Moment mal. Das war's jetzt? Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab jetzt, was ich wollte. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Okay, aber willst du mir nicht wenigstens erklären, was genau du vorhast? Nein, das will ich nicht. Und hör auf, danach zu fragen. Ich muss das hier alleine durchziehen. Wenn du jemanden vollquatschen willst, dann geh doch zu deiner Berserker-Tussi. Okay. Ich kann dich hier jedenfalls gerade nicht gebrauchen. Da erklär mir doch mal einer die Frauen. Irgendwas stimmt nicht mit Nasty. Sieht ganz so aus, als sei sie wieder auf einer ihrer Selbstzerstörungsaktionen. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal mit Kaya darüber unterhalten. So. Das ist der Plan. Ich sollte mit Kaya reden. Schauen, was Nasty macht oder was. Bist du der Neue bei den Stadtwachen? Wie kommst du darauf? Also nicht. Wenn du kämpfen lernen willst, kann ich dir nicht helfen. Ich bilde nur die Stadtwachen aus oder Leute mit Sondergenehmigung. Guten Tag. Guten Tag dir auch. Jetzt habe ich dich schon verloren. Ah, da ist sie ja. Dann. Kampf mit Kaya. Bringt doch jemand. Du musst meine neue Putzkraft sein. Ah. Richtig. Auch wenn ich es für eine Verschwendung halte, das. Mir egal, was du denkst. Ich kann niemanden gebrauchen, der denkt. Verstanden? Ich. Still. Es gibt einige Regeln, die du wissen musst.
Ich erwarte von dir, dass alles immer an seinem Platz ist, wo ich es hinterlassen habe. Kein eigenständiges Aufräumen. Klar? Natürlich. Gut. Des Weiteren erwarte ich, dass du den Boden und meine Arbeitsmaterialien staubfrei hältst. Wenn du dafür meine Sachen anheben musst, sorge dafür, dass du jeden einzelnen Gegenstand putzt und exakt dorthin legst, wo er vorher war. Ich verlange, dass bei jedem Sonnenaufgang alles wieder so ist, wie es war, nur sauberer. Egal, wie lange du dafür nachts arbeiten musst. Alles verstanden? Ja. Gut, dann schnapp dir den Besen und fang an. Dankeschön, Vakis. Oh. Oh. Ich hab bei Tilas zwei Gauner eingeschmuggelt. Habe ich jetzt noch immer die Mission ausgewählt? Ja. Das wird interessant. Hey, Kaya. Ich möchte dich mal etwas fragen. Es geht um Nasty. Ach ja? Macht die Trolla wieder Probleme? Na schön, was ist los? Was hat sie wieder angestellt? Ich werde aus ihrem Verhalten nicht ganz schlau. Erst sollte ich sie zu diversen Oberhäuptern verschiedener Gilden schleppen. Was in jedem der Fälle in einem Fiasko endete. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Besonders diplomatisch war sie ja noch nie. Und? Weiter? Die letzte Station bisher war bei den Berserkern im Fort. Du hast sie zu Red geschleppt? Ernsthaft? So weit ist es gar nicht gekommen. Seit sie im Fort ist, beobachtet sie die Leute, die ein- und ausgehen. Als ob sie auf jemanden warten würde. Du lässt Logan. Sie da einfach alleine? Warum nicht? Was ist das Problem? Logan. Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Die Frau ist ein Pulverfass, das jeden Moment hochgehen kann. Mag sein, aber was kann eine Kämpferin allein schon für einen Schaden anrichten? Ich sag dir mal was. Sie hat dich nur benutzt. Dieses ganze Affentheater um ihre angebliche Diplomatenrolle war reine Fassade. Sie bezweckte damit etwas völlig anderes, als mit den Gildenanführern zu verhandeln. Darauf bin ich auch schon gekommen. Aber was sollte das sein? Das kann ich nur vermuten, aber... Einige der Zurückgebliebenen im Fort haben mir erzählt, wie ihr Abgang damals gelaufen ist. Glaub mir, das war alles andere als schön. Ich bin mir sicher, es hat damit zu tun, dass Nasty jetzt im Fort ist. Was hat sie denn damals verbrochen, als sie noch zu den Outlaws gehörte? Das ist ja das Ding. Sie selbst eigentlich nichts. Kurz nach dem Krieg gegen die Alps gab es eine Menge Leute, die sich über sie das Maul zerrissen haben. Viele üble Geschichten und Peinlichkeiten kamen ans Tageslicht. Die Kerle fingen an, sich über sie lustig zu machen. Mit einem Mal hatte sie ihren Schrecken und den Respekt der Outlaws verloren. Den Schutz, den sie damals als Zwillingsschwester des Dukes von Tavar hatte, war damit Geschichte. Jeder Penner, der nur halbwegs eine Waffe halten konnte, hatte sie mit einem Mal auf seiner Abschussliste. Nasty konnte nicht mehr im Fort bleiben, sie musste fliehen, sonst hätte man sie vermutlich erledigt. Aber warum will Nasty dann unbedingt wieder ins Fort zurück? Diese Geschichte ist schon sehr lange her. Kaum noch jemand interessiert sich für sie oder ihre damalige Rolle. Bei ihr selbst scheint das anders zu sein. Ich vermute, sie braucht einfach Zeit. Zeit, sich vorzubereiten. Sie hat sehr hart trainiert, seit sie bei uns ist. Und jetzt ist sie offensichtlich bereit. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Soll ich mich bei dir unbeliebt machen, indem ich dir alte Geschichten über Nasty erzähle? Sie hatte bei dir schon immer Narrenfreiheit. Da mische ich mich besser nicht ein. Ich meine, denk mal drüber nach, was du schon alles für sie getan hast. Du sagst, Nasty wollte sich bereit machen. Bereit wofür? Das fragst du sie am besten selbst. Ich hab dir schon genug erzählt. Ich will keinen Ärger mit ihr. Das würde zu nichts führen und nur verbrannte Erde hinterlassen. Und das können wir uns im Moment nicht leisten. Ah ja, will ich keinen Ärger mit Nasty. Lass uns später reden. Wer kriegt auf die Nuss? Irgendwer kriegt auf die Nuss von Nasty. Das ist doch Chloe. Rot. Warte mal.
Wir haben das Versteck der Outlaws untersucht, das du uns verraten hast. Sie scheinen gewusst zu haben, dass wir kommen. Auf jeden Fall war dort niemand mehr. Wir wussten ja, dass sie intelligent sind. Und jetzt? Nichts. Wir haben sie vertrieben. Damit müssen wir uns vorerst zufrieden geben. Ich wollte dich nur auf dem Stand der aktuellen Ermittlung halten. Ich mach da mal weiter. Wir sehen uns. Ich habe gehört, dass es in Abessa gar nicht gut ist. Ich muss mit dir reden. Verschwinde! Ich hab dir gesagt, ich brauche dich nicht mehr. Soll ich es dir einprügeln? Hör auf mit dem Affentheater. Ich weiß, was du vorhast. Ach ja? Es geht hier weder um irgendwelchen diplomatischen Kram, noch willst du die Morkons unterstützen. Wenn du ehrlich bist, sind dir die Ziele der Morkons doch völlig egal. Was weißt du denn schon? Deine Motive sind so simpel, dass es zum Himmel stinkt. Du hast die Zeit an meiner Seite genutzt, um deine Kampfkraft zu verbessern. Es ist ganz offensichtlich, dass du einen riesigen Krawall anzetteln willst. Und das mit ein paar Leuten hier aus dem Fort. Du weißt gar nichts, du Penner. Ich weiß genug. Einige Leute hier haben dir wohl übel mitgespielt vor einigen Jahren, sodass du fliehen musstest. Oh, wer hat dir davon erzählt? Unwichtig, du willst deine Rache. Und ich, Idiot, hab dir deine dämliche Diplomatengeschichte anfänglich tatsächlich abgekauft. Ich soll dir helfen, einen Krieg mit den Berserkern vom Zaun zu brechen? Du schnallst es nicht. Die Berserker sind mir scheißegal. Die Kerle, denen ich den Arsch aufreißen will, waren damals meine engsten Vertrauten. Sie haben mich hintergangen und mir alles genommen, was ich hatte. Dafür werde ich sie bluten lassen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sie müssen hier irgendwo sein. Zumindest sollte hier noch jemand wissen, wo sie sind. Na schön, ich werde dir helfen, deine Verräter zu finden. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Du hast gar keine Wahl. Ich lasse dich keinen weiteren Krawall veranstalten, der meinen eigenen Vorhaben schaden könnte. Außerdem habe ich dich lieber auf meiner Seite als gegen mich. Denn genau das würde es vermutlich bedeuten, wenn ich dich hier hängen ließe. Keine Ahnung. Schon möglich. Zeit. Was hast du denn schon herausbekommen? Dan, einer meiner ehemaligen Leibwächter zu meiner linken Flanke, wurde vor ein paar Tagen im Vergnügungsviertel von Arteris gesehen. Seit wann weißt du das? Lange genug. Doch wäre es nicht besonders schlau, wenn ich da alleine aufkreuze. Ich weiß nur nicht, wie viel Verstärkung er im Rücken hat. Was ist eigentlich damals genau passiert? Als wir im Krieg gegen die Alps waren, habe ich mich häufig außerhalb des Forts herumgetrieben. Nicht zuletzt auch, um deinen Feldzug gegen den Eispalast zu unterstützen, falls du es vergessen haben solltest. In dieser Zeit lagen meine Geschäfte auf Eis und meine Leute hatten viel Zeit nachzudenken. Ein paar Tage zu lang, wie sich herausstellen sollte. Tja, die Ratten warten eben nicht lange auf ihre Beute. Du weißt, ich war eine ziemlich große Nummer zu der Zeit. Etliche Neider und Hasser wollten meinen Posten. Also trafen sich meine Leibwächter und engsten Vertrauten eines Tages heimlich und schmiedeten einen Plan, mich aus dem Rennen zu nehmen. Leider mit Erfolg. Mein Hab und Gut war von heute auf morgen weg, mein Ruf ruiniert und jeder Penner wollte mir ans Leder. Ich musste in die Wildnis fliehen. Es war eine beschissene Zeit, bis ich schließlich bei den Morkons unterkam. Man kann über die Idioten da in ihrer Grotte ja sagen, was man will, aber bei ihnen weiß man immer, woran man ist. Was hatte dieser Dan davon, dir in den Rücken zu fallen? Ganz einfach. Er hat sich mein Elixit geschnappt und ist damit über alle Berge. War das viel? Was glaubst du? Ich war die Schwester des Dukes.
Ich wusste über jedes krumme Geschäft damals im Fonds Bescheid und habe stets meinen Anteil daran gehabt. Ein Moment der Unachtsamkeit und Dan bekam mit, wo ich meine Kohle versteckt hielt. Den Rest kannst du dir denken. Jetzt haust er in irgendeinem Puff im Krater und macht sich ein schönes Leben mit meiner Kohle. Üblings guckt uns an. Ich helfe dir. Lass uns ins Vergnügungsviertel des Kraters gehen und dort spüren wir deinen linken Leibwächter auf. Dann bewegen wir besser unsere Ärsche. Oh, der erwischt mich nicht. Er wollte wahrscheinlich mich ansprechen wieder. Mika. Köpfe knacken hat mit dir zusammen immer am meisten Spaß gemacht. Tatsächlich? Wir haben noch nie verloren. Dann lass uns dafür sorgen, dass es so bleibt. Das ist eine ziemlich miese Gegend hier. Nee, ist es nicht. Das ist eine Ansage. Dann los, suchen wir diesen Mistkerl. Linker Leibwächter und dann der rechte Leibwächter. Ich muss weitermachen. Was ist denn? Hey, siehst du nicht, dass du störst? Na denn, du Hundsfott. Machst du dir hier ein schönes Leben, ja? Ach du Scheiße. Nasty? Oh Mann. War ja klar, dass du hier irgendwann aufkreuzt. Muss ja ein Vermögen sein, dass du hier auf den Kopf haust. Ärgerlich nur, dass es nicht deins ist. Verstehe schon, worauf das hinausläuft. Du bist wohl Nastys neues Schoßhündchen, was? Also, wenn du glaubst, dass es hier für dich was abzusahnen gibt, dann muss ich dich enttäuschen. Besser, du verpisst dich schnell wieder. Das könnte dir so passen. Ist das etwa dein neuer Leibwächter? Ernsthaft? Das halbe Hemd kann seine Waffe ja nicht mal vernünftig halten. Das hier erledigst du selbst, Nasty. Ich werde mir an diesem Stück Scheiße nicht die Hände schmutzig machen. Mit dem größten Vergnügen. Ihr Arschlöcher wollt es echt wissen, was? Okay, warum nicht? Hol dich mir. Ich häng dich an. Er greift mich an. Dann soll ich doch mithelfen. Nasty? Hat sich, oh wow, sie hat daneben geschlagen. Nasty hat noch nicht mal einen Schlag drauf bekommen auf den Typen. Oh, er super kickt den Penner. Ich muss wohl deutlicher werden. Nee, steck weg die Waffe. Da geht doch, Nasty. Oh, schnell weg den Typen. Ah, oh, der hat Leben. Unglaublich. Und diesem Dan hast du einmal dein Leben anvertraut? Du weißt selbst, bei Elexid hört die Freundschaft auf. Mag ja sein, aber dieser Kerl hatte ja nicht einen Funken von Reue oder Loyalität im Leib. Was willst du hören? Es waren nicht meine besten Zeiten, das weiß ich selbst. Egal, er ist erledigt. Wen hast du sonst noch so auf deiner schwarzen Liste? Einige. Und bei einem bin ich kurz davor herauszufinden, wo er sich aufhält. Okay, und wer ist das? Dein ehemaliger Leibwächter zu deiner rechten Flanke? Wenn mein nächster Kandidat irgendwo auftaucht, dann lasse ich es dich wissen. Bis dahin werde ich noch ein bisschen trainieren. Immer schön Push-Ups machen. Die Musik so episch gerade. Ich hau schon ab, Jungs, keine Sorge. Ich teleportiere mich auch gern raus hier. Kann ich nicht. Fliege ich raus. Besser. Besser. Oh, was gibt's hier noch? Oh. Oh. Wieder ein Fight jetzt? Ja, das ist wieder ein Fight.
war nicht die beste Taktik. Oh, endlich ist Nasty nutzlos. Okay, passt. Dann ist die Episode hier vorbei. Ich gehe Schrott finden, Muni noch kaufen. Das Ding da drüben noch erledigen. Ja. Episode vorbei. Tschüss.